Hi Leute, bin ich mal wieder, euer Mr. Hacker. Ich werde euch jetzt zeigen, wie, wenn ihr Comet Arms aktivieren seid, dann könnt ihr ja gar nicht mehr Comet Arms spielen. Dann bedeutet euch den T-Mac Vol. 5 R3 Dingsda Bunster IP Changer downloaden. Und startet ihr den einfach. Ja, ich einfach. Ja, es ist dann so ein Teil. Ich sage schon Englisch, wie sieht ein bisschen kompliziert aus. So, geht ihr auf Release IP, auf Ja, da kommt schon was. New IP, Ja, ja, dann müsst ihr warten, da kommt schon was. Bei mir hat das einmal eine halbe Stunde gedauert. Aber dann müsst ihr auf Change Mac, Random Mac Address, ihr müsst, wie heißt, ihr müsst gucken, dass diese beiden hier angekreuzt sind. Beide. Also, ihr dürft das niemals vergessen. Nie. Und dann Change Now, ja? Und dann sollte so ein Fenster kommen, okay? Das Teil Cancel, Lesen, fertig. Jetzt seid ihr nicht mehr unbanned. Das war's, Leute. Haut rein.